Wie ist das Training da heute für dich verlaufen? Ja, wie wir es gewohnt sind, eigentlich eh gut. Also natürlich ist es wichtig, dass wir zwischen die Rennen gute Trainingstage haben. Es sind ja jetzt speziell im Jänner sehr wenig Trainingstage und da brauchen wir einfach qualitativ gute Trainingstage und Stunden. Und das haben wir natürlich da beim Peter. Ihr seid ja schon jahrelang da in Hinterreit. Warum genau in Hinterreit? Was ist da so super oder anders? Ich glaube, die Einfachheit eigentlich rundherum einfach uns natürlich am Peter sein bisschen. Man kommt da auf, hat einen total schnellen Umlauf. Das heißt, man bringt in kurzer Zeit sehr viele Läufe da runter. Noch dazu die Pisten einfach, da weiß man, der Peter ist ein Fuchs. Der weiß genau, wie er das zum Richten hat. Und von dem her ist das natürlich immer für uns eine ideale Vorbereitung. Wie ist die jetzige Saison bisher verlaufen? Bist du zufrieden damit oder was könnte besser laufen oder so? Ja, man muss natürlich schon sagen, dass es ein bisschen konträr zu letztes Jahr war. Letztes Jahr haben wir einfach eher harte, eisige Pisten gehabt und jetzt und doch im ganzen Jänner eigentlich war es eher auf der weicheren Seite. Von dem her ist es jetzt nicht unbedingt mir voll entgegengekommen. Nichtsdestotrotz, das eine oder andere, mit dem war ich nicht unfrieden. Aber andererseits, wenn ich wieder zurückblicke, natürlich habe ich letztes Jahr eine Wahnsinnssaison gehabt und muss man sagen, dass man das jetzt nicht sage jetzt mal regelmäßig herbringen wird, das ist auch klar, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn wir jetzt winterliche Bedingungen haben, ist wieder vielleicht eine Spur mehr möglich und der eine oder andere Stockerplatz und jetzt schauen wir, wichtig ist, von Rennen zu Rennen schauen und nachher wird das schon was werden. Ja, die Ziele waren eigentlich grundsätzlich klar gesteckt. Also das Kitzbühel ist etwas, da bin ich die letzten zwei Jahre als Führender ausgeschieden. Das ist natürlich etwas, wo in mir sitzt ein bisschen, wo ich sage, da möchte ich unbedingt am Stockerl stehen. Und was mir halt noch fehlt, ist eine WM-Medaille. Und von der Seite her, sage ich, sind die Ziele absolut machbar, aber doch sicher schwierig. Und von dem her werde ich hart daran arbeiten, dass ich das schaffe.